Egal ob Mixix ein Heilmittel hatte oder nicht, der USB-Stick hätte der Durchbruch sein können, den wir brauchen. Ich werde versuchen, den Rick Valessi aufzuführen. Danke, Agent. Okay, Nachschublieferung klingt. Sie sind Nummer 409 in der Warteschlange. Fox, schau! Wo ist der? Halbser Weg. Sag doch wo. Im anderen Gebiet rechts rum. Ich muss ihn erledigen. Mist, das ist irgendwo genau. Ah, dort. Na, warte. Das ist vermisste Person. Gebiet Clinton. Oben. Heimspiel, Hell's Kitchen. Rechts oben habe ich keinen Nebeneinsatz. Clinton oben. Nebeneinsatz. Ja, Clinton ist ganz oben, ja. Und da habe ich keinen Nebeneinsatz. Oben in Clinton. Hobby kann! Ah. Ach, schon die von Clinton. Ja, jetzt habe ich ihn. Schau mal links, ob du dort irgendwas Großes siehst in der nächsten Straße, bitte. Irgendwas groß, irgendeine so Statue oder so. Hab mir gehört, dazu ist er gesagt, bitte. Genau, es ist nur ein Dampfwalzer. Alles klar. Na, weiter hinten. Aber ja. Ich bin vor dir. Dort. Renn durch. Ah, was machst du mit Renn durch? Wenn er für die ganzen langsam geht. Na gut, Leute. Heute gibt's neue Anweisungen. Martinez. Ja, Sir. Gehen Sie mit Ihren Jungs zu den Hudson, ja. Warnung. Fahrtpräsenz entdeckt. Es war nur ein Zwischenstopp. Ich hab einen Motor, bin da in der Straßensperre gestolpert. Das sind Rikers. Einfach mal weg, gell. Boah, jetzt hast du mich schon gesehen. Eigentlich, wenn ich die komische Bombe schmeiße, also die Mine, die Suchmine, und da schreit so, das Ding ist hinter mir her, Hilfe, bitte! Ziemlich hilfloser Rikers. Bin dort. Eine wahrscheinlich nicht. Aber Moment, Nachschubverteidigung. Achso, ja, das ist die Mission. Ja, ganz allein nicht Nachschubverteidigung. Ist ja super, gell? Sind eh nicht wenig, gell? Na, sind eh nicht viel, na. Ware wird beschossen. Wieso müssen die nicht immer von zwei Seiten kommen? ETF-Verstärkung angefordert. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Schaut mal, dass man das Spiel nicht austricksen kann. Man, vielleicht geht's ja sogar. Dass man einfach, wenn es eine Zeit ist und nicht immer von Ort zu Ort, dann kann man so machen, dass man einfach immer einem Leben lässt und dann kommt die nächste Welle nicht. Wenn es mit einer Zeit ist, und es geht nur, wenn es mit einer Zeit ist. Jetzt kommst du mal auf den Platz. Ja, glaube ich, ja. Kommen wir ins Goran.
Alarm auf und schon gemacht. Ha? Weil sie ja so jede Welle Stärke wieder vor. Mhm. Na, nicht Stärke, ist einfach nur mehr. Warnung, ein treffender Gegner. Wow, jetzt wird die Welt jetzt muss vorbei sein. Sonst war er nicht so positiv. Wo ich mal aufgeknallt könnte, dass man safe ist. Nee, meins ist fertig. Schön. Weltverkrieg, wir sind jetzt Taktik. Natürlich, wir spielen Knackmatch besser, wenn wir eher das auch so interessiert können. Stoff. Da sind nur welche. Ich geh mal zum letzten ins Gebiet hin, gell? Ja, mach das. Alles klar! Lass ihn wissen, bitte! Ja, ja! Ein Wasser geben! Ist irgendwie ein bisschen effizienter, wenn man auf zwei verschiedenen Seiten macht. Oh mein Gott! Bitte, so, das ist cool! Bitte, so, das ist cool! Bitte, 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 bitte! Außerdem jemand Taktik umgekriegt. Feindkräfte nähern sich! Wenn der jetzt nicht cool ausschaut, ich sag's dir. Taktik, Uli. Ich hab einen Taktik, Uli, gedacht. Softshell-Jacke. Schicke Karriere, schicke Militärjacke. Du rauschst oder so? Ja, kann gut sein. Ah, so ziemlich wenig. Aber bitte, Jutti, bitte. Du rauschst nicht immer. Du rauschst nicht immer, aus irgendeinem Grund. Was? Skype, irgendwas? Ich glaube, ich muss kurz ausgetappt werden. Wärst du es auch? Nein, ja, es wird nicht. Bist du dann bis ich? Nein, kann nicht sein. Nein, der von mir liegen. Ja, du rauschst irgendwie so, ich sehe das, aber wenn du die mutest, ist es auch noch. Hallo. Es tut ziemlich weh, Johann. Wie viel war ich noch hin, Mann? Oh mein Gott, kannst du kurz Skype liefern oder so und dann wieder aufrufen, es tut einfach so weh. Bitte. Ich hoffe, es ist nur eine Zusage. Lade Daten ins GTF-Netz hoch. Hi. Wow, sie haben da richtig gut
Okay. Warte kurz. Klar? Ja. Nice. Hi. Hi. Mach ich ins Headset, oder? Ohne Witz. Damals in 2009 ist eine Qualität und so, aber bin Gott gestorben. Hopp, den ganzen Sport und ja. Machen wir jetzt den letzten. Aber jetzt haben wir hier einen, der dasselbe macht. Naja, nicht mit Schuhen, aber sie pfuschen an der Sendeanlage. Du kriegst allerdings vor jedem letzten Einsatz eine Blaupause. Also, vor jedem Einsatz eine Blaupause, Foster. Ja, in dem Spiel. Irgendein kleines Gebiet. Warnung! Was für ein aufwendiges Gebiet. Kontaminierte Vorräte entdeckt. Ja, aber ein aufwendiges. Bist du nah? Ja. Möchtest du auf der Straße bei mir warten? Nein, ich bin jetzt so weit weg. Ich sehe dich schon, also halt. Durch die Wand. Ich renne auch schnell. Wieso? Renn in meine Richtung, bitte. Achso, okay. Deswegen. Also deswegen. Sind wir so viel Kinder. Ich würde wieder mal nicht herstellen. Komm in meine Richtung, bitte. Was? Ich habe einen Einsatz irgendwie deactivated. Warnung. Eintreffen der Gegner. Warnung, Ware wird beschossen. Spiel von Times Square. Los, Mensch. Ich komm nicht auf aufs Haus, das ist das Gute. Ja, wir werden verlieren. Also, nein, wir werden gar nicht verlieren. Ich bin nochmal auf dem Haus. Ah, das ist der Typ mit der Shotgun. Oh. Oh, dann. Wieso muss immer so Mission geben? Wo man verschiedene. Ja, und wo man besonders an verschiedenen Plätzen sein muss. Das ist immer so stressig. Mhm. So extrem fucking stressig. Fuckerino. Kannst du bitte aimen, du Hurenkind? Was? Nicht fluchen. Doch, ich fluch von Ivy, also sei ruhig. Gott! Komisch, das gibt's. Ja, so wie die zum Beispiel. Ja, ich fluch. Die immer fluchen müssen, gell? Mhm, genau. Ja, ich fluch, Mama. Warnung! Eintreffende Gegner! Oh, ganz knapp, weil der war nicht. Erst war, hast du auch die Warnung gekriegt, eintreffende Gegner? Ha? Nein. Nicht? Ich weiß, ne? Ich muss jetzt verteidigen schon wieder. Warnung! Ware wird beschossen! Schreib die Lied hier unten noch ab! Mach ihn hört! Ich bin nicht so, hab ich hätte keine Ahnung, wo das. Das Ding ist ohne Scherz, wie soll ich das so wissen? I'm so fucking glad. Wie gesagt, das war's. Warnung, eintreffende Gegner. Und können wir. Was natürlich muss ich die da, genau die A2 mal verteidigen.
Ob ich jetzt Kuna oder verloren? Kuna, gell? Ich weiß nicht. Ja, ja, Kuna hab ich. Ich bin übrigens Stufe 17 am Anfang. Nein, mehr ist, viel mehr ist am Anfang. Oh, wie schon befürchtet. Befürchtet, gell? Was haben wir da? Ich habe übrigens dein Leben erst nicht abgeschlossen gekriegt, gell? Oder hast du gar keinen begonnen? Schau doch mal auf der Map noch. Ist du jetzt nur dein Leben als Pre-Code B? Oder wo? Siehst du nicht mehr. Schau mal zum Safehouse, nicht zu den rechts, sondern zu den links. Wolfstein. Ja, klar, warte kurz. Ich muss erst nur kurz gute. Ich hab zwei grelle Sachen, die besser sind als meine blauen Sachen, Alter. Ich hab eh schon Anzug. Aber ich geht da mir natürlich viel Blue Equipment, aber. Irgendwie. Eben so fucking klar. Der den Supermarkt an der Ecke führt, lässt ihn. Ja, ich gehe da mal zu dem Checkpoint, gell? Und das gilt für alle, mit denen ich geredet. Also ja, also wir können jetzt dann Dings machen, Dark Zone, gell? Okay, machen. Gut, das ist safe, was Gott nicht markieren kann. Ah, oh Gott, du bist vom Safe aus, ich kann es nicht markieren. Okay, glaube ich. Das heißt, Blitzkreis im Kampf nicht möglich. Oh mein Gott, das sind da drüben echt Plünderer. Schon irgendwie cool, wie Plünderer nur Pistolen haben und trotzdem ficken. Was ist, was ich bemerkt habe? Wenn man das Spiel allein spielt, dann ist. Kann man viel besser auf die Story und so eingehen. Oder kriegt man viel mehr von der Story und so mit. Weil Nebenmissionen tragen ja zur Story und so bei. Ne, wieso? Ich krieg alles von der Story mit. Wenn das Spiel allein ist, mir doch wurscht. Oh, was haben wir da? Crate. Alles plündern. Alles. Gibt es sowas wie ein Straßenfight? Ja, was tue ich mit dem Safe, was ist du? Achso, ja, ich muss noch schon in den. Was ist das für Blaupause? In Clinton, das Safe House. Ja, was würde das für ein Blaupause sein? Ah, schwere Schlagbolzenfeder. Und die bringt sie was genau? Magazin. Oh, nice. Ist es pink? Jo. Cool, du kannst das schon herstellen. Verlassen des sicheren Bereichs. Schau mal, welche Materialien jetzt brauche. Welcher Typ gibt es? Ist der Händler? Wo siehst du den Waffenhersteller-Typ? In der Hauptbasis. Du suchst zum Safe auskämmer. Ja. Du musst erstmal mit dem Typ reden. Welchen Typ? Wobei, stimmt, das habe ich schon gemacht, das muss jetzt nicht mehr. Wow. Eben so fucking klar right now. Wieso gibt es nicht mehrere Operationsbasen? Die müssen wir so alle ausbauen. So, sie ist safe aus in der Dark Zone war cool. Schon irgendwie so eine Operationsbasen in der Dark Zone. Ja, Werkzeuge braucht man 12. Waffenteile 3. Soll ich sofort blau, gell? Na, violett. Ja, also. Wir suchen uns ein Bauchtier.
Also 12 violette Waffenteile. Nein, blau. Ah, okay. Es gibt nur von Waffenteilen gibt es nur 3 Farben. Na, gibt's auch gelb. Achso, ja. 3 Farben. Wie viel Prozent hast du für deinem Flügel ausgebaut, von deinem technischen? E70, oder? Warte kurz. Ja, wurscht. Also, da herstellen natürlich, Fertigstation. 5 vor 10 im Techflügel. Im medizinischen Flügel sind es 5 vor 10. Achso, ja, ja. Also für... Bitte melden Sie jegliches verdächtige Verhalten dem nächsten JTF-Beamten. Ihre Anonymität wird bewahrt. Also Magazin. Na, hab ich kann's. Waffenmods. Ich hab kann's. Ich hab Sprachbolzenfeder. Na, ich hab kann's. Danke, dass du mich so unnötig gemacht hast. Hä, wieso hab ich das jetzt nicht? Das ist ja richtig scheiße hier jetzt. Siehst du vielleicht einen Tag in Safehouse da oben, wo es gerade warst, nur eine Mission markiert oder so? Also, irgendein Nebeneinsatz. In dem Bereich da oben? Ja. Na. Und nicht mit meinen Safehouse? Na. Ich hab keine Mission, du. Ja, ich hab's nicht. In Clinton hab ich keine Mission. Da hab ich nur mehr schon Kämpfe und so ein Scheiß. Ansonsten könnte die gesamte Operationsbasis in Gefahr geraten. Also, unter den Waffenmods hast du auch nichts Neues. Im Inventory? Nein, nicht im Inventory, sondern in, bei der Fertigungsstation. Ja, da hab ich nichts Neues. Im Inventory war nichts Neues, natürlich. Ah, ist ja mega geil. Bist du sicher, dass du nichts Neues hast? Nein, ich hab ja hingeschaut. Waffen hab ich keine Leichen. Hast du mir die Waffen, den 586er Magnum, zum Bauen? Der ist grün, oder? Nein, der ist blau. Also über 586er Magnum, die ist für Stufe 6 und grün. Ja, die hab ich auch, aber hast du eine blaue, ja? Na. Siehst du, also ist ein bisschen komisch. Wow, wieso? Du, natürlich hast du jetzt wieder das bessere Item, was? Ich kannst du gern herstellen, wenn du mir zwei Werkzeuge gibst. Wie geht das? Stoppen. Genau, wer kann ja handeln? Ich kann oder wenn du mir das ganze Material gibst, der sagt. Das sind 12 blaue Werkzeuge und 3 blaue Waffenteile. Ich muss kurz was verbessern. Wobei gemeint Axon. Klingt das. Wir sehen uns in der Taxon. Ich würde mich wirklich gerne mit der Vision gegen das LMB anschließen, aber kommt wahrscheinlich erst später im Spiel. Wie kann man was verbessern? Gehen wir jetzt ein bisschen Tag, sondern noch machen wir die nächste Hauptmission. Nee, ich warte dann eigentlich schon für aufhören oder so. Okay. Ich spiele mal. Geht ja. Ja, nein, ich nicht. Ja, ich spiel's ja noch nicht. Mach danach. Haus? Mal schauen. Hey, wenn Sie das nicht mitnehmen, was sind was ist für ein Shooter-Spiel auf, um ein Shooter-Spiel zu nehmen? Keine Ahnung, ja, ich war kein Bock mehr auf der Division. Wieso die erste Daxon? Wurscht. Weißt du, was es Sachen gibt? Also ich spielst du... Ich weiß, wo zwei Kisten sind. Also spielst du kein... Geht der mit? Ich weiß nicht. Gebracht. Ja gut. Was? Oh fuck! Wo sind zwei Kisten? Bin in Daxon.
man kann Objekte nur begrenzte Zeit teilen. Also ich weiß, wo zwei Kisten sind. Was kann man nur begrenzte Zeit teilen? Objekte. Übertragung gestört. Eine pinke Schrotflinte! Backup aktiviert. System neu gebootet. Wow! Vorsicht, geil, Sie betreten Alter. Die Dark Zone. Wort. Ich kaufe mal später noch die Spicke Schoß, wenn die hab eh ignoriert. Ich hab mehr als nur gehört dafür. Und wo siehst du jetzt die Kisten? Ich sehe es nicht, ich weiß, wo sind. Ja, wo sind die? Weit weg oder? In Kuriertown. Wahrzeichen. Das ist cool. Ja, die Wahrzeichen sind immer sehr stark besetzt. Das ist ein großes Wahrzeichen. Die Linienwahrzeichen sind die, wo Lotto oben hin sind. Ich finde es immer geil, dass man extra Inventar für die Dachs suchen hat. Sonst war das viel scheiße. Ich gebe da eine. Ja, okay, meine. Da ist nichts. Wir verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. War. Eine Pistole, die ich nicht brauche. Machst du Wegpunkt beim Wahrzeichen? Links. Genau, das ist weg. Ah, da ist sie schon. Glaube ich. Mhm. Chinatown? Hm. Koreatown. Ist mir wurscht. So, jo. Da weiter und gleich rechts in Kontamir. Ja, Hanni. Also, nicht in Kontamir zu rechts, sondern noch. Ja, trotzdem, da ist ein Crate. Das ist ein Crate. Der ist Stufe 30, oder? Nein, die kann ich überhaupt nicht öffnen. Also, da wird nichts angezeigt über die Crate. Das ist ein Crate, weil die kann man normales öffnen. Ich bin im Laden drin. Also, was willst du? Wo hast du Loot her? Warnung, Betreten eines kontaminierten Gebiets. Ja, von der Kiste vor uns aufkommen. Wieso kannst du das öffnen und nicht? Das kontaminierte Gebiet. Öffnen? Ja. Du hast die sogar geöffnet, gell? Der Nutrifahrer vor der Kiste. Ah. Nee. Wo müssen wir sie? Hallo. Nein, nicht. Hauptsache nur. Wahrzeichen, du siehst sie, was suchst du eigentlich? Und ja, wo sind die blinkenden Bereiche dort vorne eigentlich? Die Abholzonen. Ah. Ah, okay, wir sind ein bisschen. Die haben immer. Die haben noch nie geblinkt. Ja, also da habt ihr viel Stoff vor. Wir müssen da entlang. Wo sollst du kommen? Oh nein, doch nicht. Wir müssen schon direkt zum Abholbereich. Cool, dass mein Wahrzeichen natürlich der Abholbereich daneben ist. Warte auf mich. Ja, er wartet nicht. Aber es ist. Gegner von drei Richtungen. Erstmal links und rechts. Warte, die linken fighten gut gegeneinander. Die linken rechten. Haben uns gesehen. Die rechten haben uns gesehen. Aber es sind nicht alles dieselben Gegner. Die Kolosse haben uns gesehen. Nein, nicht das! Cool, was tust du? Wieder weg, ja. Nee, du hast. Töten mir einfach die Gewinner, ja. Ah ja, genau, den hab ich angehittet. Wir haben einen 150 Meter entfernten Abtrünnigen. Die siehst du links unten ganz kurz. Die ist nur 150 Meter entfernt, mein Freund. Der ist in die Richtung, glaube ich. Ja, der hat ihn wahrscheinlich beim Abholbereich getötet. Ja. Dann ist es nichts. Okay, ich kann schon viel rein.
Na was? Wieso? Was ich hier wirklich gesagt? Weil Gott die Hilfe dann aus dem Decken wegschnappt. So, und damit sind wir beim Schlussdingenskirchen. Und hiermit wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich hoffe, wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von der Dead Division und noch viel Spaß mit einem kleinen Abschlusstrailer. Uns wurde immer schon gesagt, dass es dazu kommen könnte. Dass eines Tages alles, was wir je kannten, enden könnte. Es war ein waffenfähiger Virus. Einer nach dem anderen fielen wir ihm zum Opfer. Die Menschen zerfleischten sich, um zu überleben. Bis schließlich die Gesellschaft, wie wir sie kannten, zusammenbrach. Das war ein Zeichen. Das normale Leben, das wir führten, war vorbei. Wir werden als letzter Ausweg aktiviert. Wir sind The Division. Wir wissen nicht, wie viele es von uns gibt. Oder was nötig ist, um die Überreste zu retten. Aber eines wissen wir genau. Es kann keine Hoffnung für einen Morgen geben, wenn wir nicht für das Heute kämpfen.